Und schon wieder zurück bei Conan Exiles. Tja, und ich stehe erstmal wieder in der Basis herum. Wir haben ja letztes Mal erfolgreich diese Stufe 4 Sklavin hier gefangen. Ich muss mal gerade gucken, wie weit sie ist. Sie ist nicht weit. Ich habe nämlich letztes Mal dann auch direkt aufgehört. Ich habe nur noch ein bisschen was hier von dem gekochten Zeug reingepackt. Aber sie wird noch eine ganze Weile brauchen, bis sie soweit ist. Tja, und was ich jetzt gerne machen würde. Und ich muss gestehen, ich nehme gerade ein bisschen ziemlich weit im Voraus auf. Also es sind noch irgendwie 7 Folgen oder so. Sind noch zu laufen. Und ich kann aber nicht aufhören, weil ich will jetzt noch eine kleine Erkundungstour machen. Dann würde ich gerne den Grundstein für die neue Basis legen. Die hat man ja schon gesagt, dass die hier unten sein soll. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich nämlich ganz in Ruhe nebenbei einfach schon mal Rohstoffe farmen. Und kann vor allen Dingen hier auch schon mal ein paar Rohstoffe weiterverarbeiten. Ne? Das ist der Sinn dahinter, weil ich brauche ja drüben dann auch Eisen, ich brauche geformtes Holz und so weiter und so fort. Würde ja auch gerne aus einem bestimmten Baumaterial das Ganze bauen. Deswegen wird das schon ein bisschen komplizierter. Was ich mir für heute vornehmen würde, das wäre, diesen Bereich hier zu erkunden. Den nördlichen Teil und so diese Ecke hier. Vielleicht auch mal hier raufgehen, vielleicht gucken wir uns auch mal die Stadt an. Ich weiß es noch nicht. Wir gucken mal, was uns hier erwartet. Allzu weit würde ich nicht weglaufen, weil es ist ein neuer Tag. Und ein neuer Tag bedeutet, es wird auch wieder eine Säuberung kommen, die sich ohne Zweifel wieder wild auf unsere Siedlung stürzen wird. Ja, und wenn das passiert, dann müssen wir natürlich wieder zurücklaufen und die Siedlung verteidigen. Wobei ich glaube schon, dass die mittlerweile sogar alleine zurechtkommen würden. Aber ich würde halt die Säuberung auch gerne plündern. Wow. Was genau ist das da? Achso, das ist diese... Ah, das sind diese... Aha, das ist, glaube ich, die... Ja, die große Torverbindung, die da ist. Das Riesengebäude, von dem ich nicht weiß, was es ist und ob man da reinkommt. Das könnten wir vielleicht gerade mal erkunden, ob man da reinkommt. Es ist gerade noch hell. Das ist der Vorteil. Habe ich eine Fackel dabei? Ich habe eine Fackel dabei. Was ist nur los mit mir? Ich verstehe es auch nicht. Es tut mir leid. Ich werde beim nächsten Mal mein Bestes geben, jegliche Fackeln zu vergessen. Hm? Was? Was? Hm. So viel dazu. Eure Pelze nehme ich mit, denn ich kann daraus Leder machen. Das ist sehr schön. Vor allen Dingen auch Fur. Und Fur brauchen wir, um die... Wobei, nee, das ist ja eigentlich... Wir haben ja die Rüstung eigentlich schon. Aber um sie zu reparieren, brauchen wir auch... Der Chaosmond. Um die Rüstung zu reparieren, brauchen wir ja auch Fur. Insofern ist das, macht das schon Sinn. Hier oben gibt es Kohle, wenn ich das richtig sehe. Mhm. 2 Stück. 3 Stück, 4. Ich glaube, ich nehme mal ein bisschen Kohle mit. Kann man immer gebrauchen für Fackeln. Habe ich schon gemerkt, für die Standfackeln draußen. Kann man wirklich nur mit Fackeln machen, die auch mit Kohle hergestellt wurden. Ne? Und vor allen Dingen können wir das auch als Brennmaterial benutzen. Denn das habe ich jetzt auch schon gemerkt. Das Holz brennt jetzt ja gar... Oh, das zuckelt hier immer. Das Holz brennt ja jetzt gar nicht mehr so lang. Das bedeutet, wir müssen einfach gucken, dass wir auch genug Brennmaterial haben, um dann so ein Feuerchen auch mal eine ganze Weile... Uiuiuiui. Ja, ich weiß. Du bist wieder so ein Elchkönig-Ding, ne? Hat sich ausgeelchkönigt. Ah, der hat Thickheit, das ist sehr gut. Thickheit für schweres Leder, denn das kann ich jetzt auch nicht mehr herstellen. Beziehungsweise, ich könnte es schon noch herstellen, so ist es ja nicht, aber ich werde nicht mehr darauf zurückgreifen. Einfach weil das... Wenn wir dann Thickheit brauchen, dann jagen wir eben Tiere, die Thickheit geben. Das wäre, glaube ich, die sinnvollere Alternative. Ich glaube, man kommt da aber gar nicht von dieser Seite aus rauf, ne? Wobei doch, da vorne ist ein Weg, warte mal. Aber ist das nicht der Weg, den wir ohnehin schon runtergekommen sind? Nein. Das ist ein anderer Weg, oder? Mal ganz kurz räuspern, einen kleinen Augenblick. So, hier gibt es noch mehr Kohle, noch mehr Eisen. Ups. Das sollte ich mir vielleicht dann doch mal markieren, weil das ist gar nicht so weit entfernt, ehrlich gesagt. Da könnte... Oh mein Gott! Guckt euch das mal an. Die Eisenvorkommen hier, das kann ich ja gar nicht... Da muss ich einen Panther mit... Quatsch, einen Jaguar mitnehmen. Und es tut mir leid, dass ich ihn immer wieder Panther nenne. Ich weiß, es ist ein Jaguar. Es ist einfach jetzt so eine Angewohnheit, weil ich es einfach gewohnt bin, Panther als Begleiter zu haben. Ist eine alte Angewohnheit, die werde ich nicht mehr loswerden. Aber kommt man denn hier irgendwie rein? Ich markiere mir das mal eben hier, ne? Das ist dieses Plateau hier. Und hier gibt es Eisen und... Kohle. Kohle. Nein! Was ist jetzt los? Irgendwas gedrückt, was ich nicht drücken wollte. Kohle. So. Ja, vielleicht können wir mal versuchen, da vorne raufzuklettern. Das könnte eventuell ein Weg sein, wie man in diese Ruinen oder an diese Ruinen drankommt. Oder wo geht's denn hier eigentlich lang? Oh, hier ist ja noch mehr Eisen, Leute. Leute. Hier ist Eisen, Leute. Noch mehr Eisen.
da oben gerne rauf. Da muss es einen Weg rauf geben. Kann man doch keiner erzählen. Guck mal da an der Seite vielleicht. Wenn wir hier ein bisschen rumkraxeln, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das hinhaut. Gerade noch rechtzeitig festgehalten. Na ja, gucken wir mal. Wo ist er hin? In der Mauer. Er ist wagemutig. So. Wenn wir da hochklettern, ne? Wenn wir. Ich zieh mal gerade die Rüstung aus. Ich glaube, dann geht das ein bisschen besser. Wir hätten die Climbing Boots mitnehmen sollen. Die wären hier vielleicht ganz praktisch gewesen. Na gut, die habe ich jetzt zu Hause rumliegen. Wusste aber auch nicht, dass wir hier. Oder dass ich hier auf das Ding stoße und mir dann denke, naja, da würde ich gerne raufgehen. Hat ja eigentlich was ganz anderes geplant. Vor allen Dingen, wenn jetzt die Säuberung zuschlägt, na, dann kann ich nur von der Ferne aus zuschauen, weil so schnell komme ich dann nicht mehr runter. Ja, das sollte hinhauen. Also bis hier oben kommen wir schon mal. Und selbst wenn wir jetzt quasi den langen Weg runterfallen. Natürlich wird es jetzt dunkel, warum auch nicht? Genau die richtige Zeit, um dunkel zu werden. Das Problem ist, wenn ich das Spiel starte, und das habe ich ja jetzt gerade gemacht, dann startet der quasi mittags. Das heißt, uns fehlt der gesamte Morgen, uns fehlt der gesamte Sonnenaufgang, wo es ja auch schon hell ist, um tatsächlich irgendwas zu machen. Achselhaare. Schön, dass man die sehen kann. Hier kann man nochmal ausruhen und dann kann ich, glaube ich, den restlichen Weg, den sollten wir dann aber auch schaffen können da oben hin, oder? So, hier nochmal kurz ausruhen und dann weiter geht's. Erinnere mich gerade so ein bisschen an die Kletterei auf den Turm der Fledermäuse. Oh, so lange ist das noch gar nicht her. Da müssen wir bei Zeiten auch nochmal vorbeischauen, ne? Wir haben ja da noch einiges offen. Wir haben jetzt diesen komischen Stab des Triumvirats bekommen, aber was wir damit machen können, weiß ich noch nicht. Und, na, guck mal, hier können wir wieder ausruhen. Ups. Okay, jetzt sind wir schon mal hier. Uiuiuiuiuiui. Die Frage ist, macht es überhaupt einen Sinn, was ich hier gerade tue? Das ist natürlich eine grundsätzliche Frage, die ich mir immer wieder stelle. Und ich komme einfach zu keinem Ergebnis. Hup. Aber wenn ich hier raufgehe, dann kann ich doch zumindest schon mal hier entlang. Weil da vorne diese Brücke, die muss ja wohl irgendwo einen Sinn und Zweck gehabt haben. Also wird die Brücke wahrscheinlich auch zu einem Eingang führen. Ne, genau das meine ich da, diese Brücke. Und deswegen wird die wahrscheinlich auch zu einem Eingang führen, den wir nur erreichen müssen. Deswegen klettere ich jetzt mal hier um die Seite rum. Und dann kommen wir nämlich vielleicht ins Innere dieses Gebäudes. Dann kann ich auch die Fackel hervorholen, dann sehen wir vielleicht auch wieder ein bisschen was. Ich finde dieses System, dass man hier überall rumklettern kann, extrem cool. Das kenne ich von anderen Spielen dieser Sorte wirklich nicht. Das ist mir von ConExile halt wirklich eine ganz neue Eigenschaft. Andere Spiele dieser Sorte. Ja, wusste ich doch, da geht's irgendwo rein. So, ich habe mir gerade die Fackel hier wieder hin. Und wir können die Rüstung mal wieder anlegen. Für den Fall, dass hier doch noch irgendwas Finsteres auf uns wartet. Was ist jetzt rot? Ach, mir ist sehr heiß. Ja gut, die Rüstung schützt vor Hitze. Deswegen macht das schon Sinn, die hier draußen zu tragen. Was ist das denn? Altar des Chaosmundes? Was muss ich denn da reinmachen? Oh Gott. Oh Gott. Schön, dass es jetzt genau in der Dunkelheit ist, dass man nichts sieht. Oh, guck mal da hinten aber mit dem... sieht schon schön aus. Mit den großen Gipfeln da von den Bergen. Was auch immer das hier ist, ich weiß es nicht. Der Altar des Chaosmundes, wir werden mit Sicherheit noch erfahren, worum es sich dabei handelt. Ich denke mal, wenn wir der Reise ein Stück weiter folgen, dann werden wir da auch ein paar Hinweise drauf finden. Ja. Die Frage ist nur, gibt es eventuell einen Weg, der leichter hier reinführt, als der, den wir jetzt gewählt haben? Gibt es hier Obelisken, die wir anklicken könnten? Die uns eventuell noch ein bisschen über die Geschichte hier erzählen? Ich würde gerne viel mehr über die Geschichte erfahren. Nee, es gibt wirklich keinen leichteren Weg hierhin, oder? Doch. Ja gut, aber das ist die Brücke. Und die Brücke, die ist hoch. Das bringt nichts, wenn wir da... Guck mal, der Obelisk. Bonded One, you have come to the farmlands that give sustenance to our great empire. See the bounteous crops that bloom and blossom.
If you have been assigned to such duty, be glad. Your days will be spent working the earth in sunshine and light. This is a good land, fertile and giving. If you are simply passing through, bonded one, do not despair. We have other tasks for you. Ja, danke auch. Ja, das Land, dass es fruchtbar ist, das haben wir schon gesehen. Und deswegen wollte ich ja hier auch einen kleinen Bauernhof errichten. Aber ich glaube, für die Sklaven, die hier hinten entlang gekommen sind, ist das keine große Genugtuung, beziehungsweise keine große Annehmlichkeit, dass sie hier arbeiten dürfen den ganzen Tag. Weil ich glaube auch, die Arbeit auf den Feldern, auch wenn sie hier so annehmlich beschrieben wird, war gewiss alles andere als das. So, ich versuche mal hier an der Seite wieder runterzukommen. Das dürfte sich als ein bisschen schwierig darstellen, denn ich habe dann tatsächlich keine Fackel mehr in der Hand, wenn ich hier runterkletter und weiß überhaupt nicht, wo ich lande. Das heißt, das könnte jetzt ein tödliches Unterfangen werden. Na. Ja, und wenn ich mich da nicht festhalten kann, dann ist es umso tödlicher. Großartig. Aber das könnte ein guter Weg hier raus sein. Ich glaube, das ist sogar der leichtere Weg als den, den wir jetzt genommen haben. Wir müssten dann nur gucken, dass wir irgendwo... Ach, hier oben ist sogar noch Eisen. Was soll denn das? Warum? Ach, guck hier, an der Seite. An der Seite kann man dann runter. Und dann Stück für Stück einfach... Ja. Dann kommen wir nämlich hier hin. Können hier noch ein Stück runter. Ja, das macht viel mehr Sinn. Dann nehmen wir das nächste Mal einfach den Seitenweg. Und hier lang. Ups. Au. Ja, ich hätte mich festhalten sollen, ich weiß, aber ich wollte die Fackel nicht verlieren. Weil ich sonst nicht mehr sehe, wo ich hinlaufe oder wo ich hinklettere. Und schon sind wir wieder unten. Und haben wir es im Grunde geschafft. Oh nein. Ja gut. Sei es drum. Ich kann die... Scheiße. Ich habe meine Rüstung nicht an. Ja, ja. Komm nur hinterher. Wobei, ich kann ihn auch besiegen, ganz ehrlich. So. Und schnell die Rüstung wieder an. Zack, zack. Alles da. Wundervoll. Dann nehmen wir den Guten mal aus. Wir können alles gebrauchen. Fuhr, fuhr, fuhr. Ja, und so viel sammeln wir auch gar nicht mehr von den Kreaturen, die wir töten. Das habe ich ja auch gesagt, ne? Deswegen macht es schon Sinn, dass wir jetzt wirklich auch alles plündern und alles mitnehmen. Weil wir auch einfach nicht mehr so viel von den Leuten oder von den Tieren bekommen. Wo bin ich denn jetzt eigentlich gerade? Jetzt bin ich hier. Okay, ich wollte eigentlich nach Norden gehen. Das ist aber wahrscheinlich diese Richtung hier eher. Ja. Können wir uns gleich wieder am See orientieren. Den werden wir gleich sehen. Den See sehen. Hier voll lustig. Was ist denn das da hinten für eine Pflanze? Die sieht so komisch aus. Na gut, jetzt ist sie... Jetzt, das war wahrscheinlich nur ein Grafikfehler. Passiert mal. Da unten ist unser Haus, ne? Nein, das ist das... Nein, das ist das Nordheimer Haus. Okay. Dann weiß ich, wo wir sind. Und dann können wir den Weg in eine sinnvolle Richtung fortsetzen. Und in Kürze wird es dann hoffentlich auch wieder hell. Und dann haben wir einen langen Tag vor uns, an dem wir alles erkunden können. Das ist großartig. Denn ich glaube, hier gibt es sehr, sehr viel zu sehen. Sehr viel zu sehen. Was ist das da hinten? Das sieht aus wie eine Höhle. Also Stein gibt es hier auch unfassbar viel, ne? Also das ist, hier liegen überall diese Findlinge rum. Das da vorne sieht aus wie eine Treppe. Das heißt, und darum brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Ich glaube, mit Rohstoffen werden wir hier erstmal überladen. Zumindest mit den Anfangsrohstoffen. Und das Gefühl... Oh, was ist das denn? Habe ich einfach einen Stein gestohlen hier aus der Höhle. Es ist eine Höhle, oder? Aber sie führt halt nirgendwo hin. Ich denke mal, da sind vielleicht Wölfe unterwegs, wenn wir da zu gewissen Tageszeiten vorbeikommen. Oder wenn die Wölfe da spawnen. Oh, hier ist noch so eine Höhle. Hier kann man sich bestimmt auch schön eine kleine Basis bauen. Also was heißt eine Basis bauen? Man kann eine Wand davor setzen. Hier ist Eisen. Kann eine Wand davor setzen und sich dann da erstmal sicher drin fühlen, weil so schnell wird einen da keiner finden. Hm. Das markiere ich mir mal. Hier gibt es Eisen. So, und wir haben ja schon die Sternmetallwerkzeuge gelernt. Und ich war jetzt ein bisschen irritiert, beziehungsweise habe mich auch mal ein bisschen informiert, was denn Sternmetallwerkzeuge sind und wie man da überhaupt drankommt im Zweifel. So, und Sternmetall, da sind wir noch ein ganzes Stück von entfernt. Das wird, wenn, dann überhaupt erst sehr weit im Norden zu finden sein. Aber sind natürlich die besten Werkzeuge, die es gibt. Das heißt, irgendwann wird das unsere Aufgabe sein, uns zu diesen Sternmetallwerkzeugen vorzuarbeiten. Und die dann eben auch in Besitz zu nehmen und zu nutzen. Das sieht mir irgendwie wieder so... Ah, hier gibt's Kohle. Kohle nehme ich einfach mal mit. Oh! Hä? Hä? Okay.
The trials of the journey were long, and our people grew weary. We came to the shores of an inland sea, and built boats and rafts to cross it. There were islands there, at least two of which had been inhabited before our coming. Some of our people chose to stay, hoping to recreate the seafaring life that we had enjoyed before the cataclysm. But the water had betrayed us once, so many of us continued westward. A remnant of a remnant of a remnant. Tja, sie erzählt eine Geschichte, aber leider ohne die genauen Hintergründe dieser Geschichte ist das ziemlich schwer zu begreifen, worüber sie erzählt. Das sind immer so kleine Häppchen und Ausschnitte aus einem, ich sag mal, aus einem Leben oder aus einer Geschichte, die wir aber noch nicht allumfassend nachvollziehen können. Und vor allen Dingen der große Damm. Wichtig wäre halt vor allen Dingen, die Zusammenhänge mal zu verstehen. Das ist aber fast unmöglich, weil sie einfach nie auch nur die geringsten Details offenbaren oder Hintergründe, die man eventuell zusammensetzen könnte. Oh, guck mal, da geht's rauf. Da oben steht jemand. Das ist der große Damm und da wollte ich jetzt ja mal rauf und gucken, was da ist. Wir müssen auch nochmal in diese Ecke hier. Ich glaube, wir haben hier bei weitem nicht alles entdeckt. Dieser Berghang hier sieht mir so aus, als wären da noch deutlich mehr Höhlen. Der ist nämlich prädestiniert für solche Höhlen. Und ich habe eigentlich für alle Fälle, ne, es soll ja passieren, dass hier eventuell auch Stufe 4 Sklaven rumrennen. Für alle Fälle nehme ich das mal mit, denn wenn wir jetzt einen finden, dann wäre ich auch bereit, den salopp einfach mal nach Hause zu schleppen. So, die Kohle klaue ich euch. Die kann ich zu Hause gut gebrauchen. Die sind ganz schön wehrhaft, die Nordheimer. Oh, guck mal. Eis. Das Problem ist, Eis läuft ab. Es schmilzt natürlich, ne? Das ist ganz klar. Ich glaube, wir werden... Oh. Lians Wacht. Schmelzer 3. Oh, den hätte ich schon so gerne. Ich kann das jetzt noch nicht. Ich muss... Also, ich werde das dann einfach später machen, ne? Wir wissen dann zumindest schon mal, wo wir ungefähr Leute finden können. Und ich werde später einfach dann wieder offscreen rumrennen und... Was ist denn das? Hä? Von wo? Ach, da! Oh, es ist Lian. Lian ist ein Kämpfer. Lian ist ein Kämpfer, ein Stufe 4 Kämpfer. Ich meine, der wird wahrscheinlich auch die ganze Zeit hier rumstehen. Aber wenn wir doch schon mal hier sind... Ja, komm, jetzt hör mal auf. Ist aber auch hart. Und er macht eine Blutung, das ist sehr unangenehm. Weil ich mich dagegen nicht wehren kann. Der wird mich hier gleich fertig machen, der Lian, mit seiner Blutung. Fällt mir gar nicht, deswegen schmeiße ich jetzt mal eben was zum Rehabilitieren ein. Na toll, dann können wir den Lian im Prinzip schon direkt zurückschleppen. Ich hoffe, dass bis dahin unsere andere Sklavin durch ist. So, jetzt ist er aber gleich durch. Jetzt ist er gleich... Jawohl. Puh, Lian ist ein sehr harter Kämpfer. Und als sehr harter Kämpfer würde ich ihn gerne in meiner Basis begrüßen. Haben sie eine Übungspuppe aufgestellt. Also die Siedlungen von denen sehen aber schon sehr schön aus, ne? Das muss man ihnen mal lassen. Die sehen echt nicht schlecht aus. Die fügen sich hier richtig schön in die Umgebung ein. Knochen nehme ich auch mal mit. Kann man auch mal brauchen. Eisenbarren jetzt nicht unbedingt. Aber die passen einfach so gut hier oben hin, ne? Was? Ein Wolfsrudel erkundet dein Land. Okay, die Invasion beginnt in 15 Minuten. Das ist genug Zeit für uns, um nach Hause zu kommen. Ich klicke auch jetzt immer die Banner hier an, weil es ja normalerweise sein kann, dass man dann noch irgendwelche Rezepte dazu lernt. Ich gucke mal nochmal ganz kurz hier oben hin. Hier ist aber nichts mehr, ne? Das ist nur noch das... Ich würde das gerne mal bis zum Ende durchgehen, diese Brücke. Machen wir bei Zeiten auch irgendwann mal. Nur nicht jetzt. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir den guten Lian nach Hause schleppen. In der Hoffnung, dass die andere bis dahin vielleicht fertig ist. Ich glaube es aber nicht. Selbst auf der, also ich habe die Sklavenkonvertierungszeit immer noch hochgestellt, aber selbst auf der noch bereits hochgestellten Stufe wird das eine ganze Weile dauern, bis da irgendwas konvertiert. Und hier liegen wieder tonnenweise Steine rum und noch mehr Eisen. Na gut, okay, also hier oben gibt es anscheinend doch diverse Nordheimer Siedlungen. Die werde ich auch gerne und mit Vorliebe alle ausplündern.
und mir immer wieder neue Gefährten suchen, die ich dann aber auch natürlich nach komplett ganz hinten schleusen muss, ne? Die müssen ja dann nicht zu der Basis am See, also zu unserer kleinen Fischerhütte, sondern die müssen ja dann zu unserem Wehrbauernhof, da oben. Ich glaube, überall, wo diese Türme stehen, da müssten dann auch die Basen von den Nordheimern sein. Wäre jetzt mal meine Vermutung. Das Land hier sieht immer so ein bisschen aus, also wenn man jetzt da vorne diese Schollen sieht, als wäre hier der Boden einfach aufgebrochen. Als wäre der Boden einfach aufgebrochen und da wäre dann irgendwas rausgekommen. Ist das vielleicht sogar so, wenn man das hier mal so besieht? Da dieser Fluss. Oder als wäre da irgendwas eingeschlagen und hätte den Boden, naja, herausgebrochen, zumindest zu den Seiten hin. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nein. Guck mal, da ist irgendwas drin. Das ist wieder so eine Wolfshöhle oder sowas. Ich vermute mal, das sind alles Wolfshöhlen, die hier verstreut über die Ebene sind. Wir hatten ja schon so eine Wolfshöhle gefunden in einer der letzten Folgen. Und da waren ja auch Dutzende Wölfe drin. Plötzlich, mitten in der Nacht, gar nicht darauf vorbereitet. Plötzlich kamen die alle raus. Das war auch so eine Höhle, glaube ich. Wenn ich mich richtig entsinne. So, und unser Häuschen fügt sich aber auch eigentlich ganz nett in die Umgebung ein. Ich würde es gerne noch aus isoliertem Holz bauen. Das sieht dann deutlich besser aus als das, was wir jetzt da gerade haben. Aber man kann ja nicht alles sofort haben, ne? Irgendwann, wenn wir dann unsere richtige Basis gebaut haben, können wir vielleicht auch nochmal hier am Häuschen am See ein bisschen was ändern, ne? So. Der Gute bleibt jetzt erstmal hier liegen. Und mal gucken, wie weit sind wir denn hier? Uff, noch gar nicht weit. Vielleicht baue ich einfach nochmal ein Rad der Schmerzen. Was brauche ich denn dafür nochmal? Rad. Ich brauche 100 Eisenbarren, 30 Zwirn, 20 Stone, 220. Die Frage ist, wo stelle ich es dann hin? So, Steinholz, das sollte relativ simpel zu beschaffen sein. Eisenbarren haben wir auch. Zwirn sollte auch simpel zu beschaffen sein. Dam, 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 Steinholz. Jetzt brauche ich nur, also viel brauche ich ja gar nicht davon. Aber ich packe das hier mal wieder rein. Genauso wie die Stahlbarren, die können wir auch mal wegpacken. Jetzt muss ich nur ein bisschen was von dem Zeug sammeln. Dann kann ich daraus nämlich schön Zwirn zwirbeln. Da, die Säuberungsanzeige. Ja, ich war ja auch wieder so doof und habe wieder drei Sachen gemacht. Die reichen dann vollkommen aus, um die Säuberungsanzeige komplett zu füllen. So. Zack, zack. Hier mal ein bisschen wegsensen und wegmähen. Ich hoffe, dass der auch da hinten liegen bleibt, ne? Nicht, dass er uns gleich wieder einfach verschwindet. Da muss ich leider wieder ein bisschen grantig werden. Aber ich denke, der sollte nicht verschwinden. Jetzt, wo wir ihn da hingelegt haben, da ist ja auch nicht viel, wo er verschwinden kann, ne? Er könnte höchstens noch einfach wirklich simpel einfach im Boden verschwinden. Und wenn er das tut, dann hat er sich einfach so sehr geschämt, dass er im Boden versunken ist. Dann haben wir nämlich hier zwei Zweierwachen. Da vorne haben wir auch eine Zweierwache. Hier kommt noch ein Zweierbogenschütze hin. Und hier direkt vor die Haustür quasi, also ganz vorne, da kommen dann Lian und Freya hin. Eine Bogenschützin und ein Krieger. Die beide Stufe 4 sind. Die können wir im Zweifel auch immer noch mitnehmen. Also es ist nicht so, dass die hier festgewachsen sind, sondern wenn wir merken, wir können jetzt umziehen, wir sind bereit umzuziehen, dann nehmen wir die beiden natürlich mit. Dann kommen die zu unserem neuen Wehrbauernhof und können da schon mal verteidigen die Gegend. Weil auch unseren Jaguar werden wir mitnehmen, wenn wir losziehen. So, passt der noch hier irgendwo hin? Ja. Guck mal, ich könnte den hier einfach so dazustellen. Erstmal, ne? Es wird jetzt nicht, ist keine Dauerlösung. Kommt jetzt erstmal dahin, damit wir, weil die S4, also die Vierer-Sklaven, die kosten einfach so viel Zeit. So, ist er schon mal drin? Ich könnte einfach mal die Hälfte davon rübernehmen. Sie hier reinschmeißen, dann kannst du nämlich währenddessen auch vor dich hinschmoren, guter Lian. Freust du dich, sehr gut. Dann kann ich mich jetzt vorbereiten auf den Angriff der, was war das eigentlich, ein Rudel Wölfe? Ich glaube, es war ein Rudel Wölfe. Kann ich mich auf den Angriff des Rudels Wölfe vorbereiten und ich sag an der Stelle einmal vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Wir machen gleich noch ein bisschen weiter mit, also nächste Folge, ein bisschen weiter mit der Erkundung, denn ich würde schon noch gerne gucken, was hier oben so im Dreh ist und hier vielleicht auch nochmal. Ja, wenn wir das gesehen haben, dann gehe ich irgendwann mit einer Kiste hier runter, baue die Kiste hier hin und dann kann ich hier zwischen den Folgen einfach ganz in Ruhe die Rohstoffe farmen, die wir brauchen, um ein Häusle zu bauen. Gucken wir mal. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und ich sag einfach mal bis gleich. Tschüss.